Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Illusion of Time. Und ich bin so doof. Leute, ich habe was gefunden in unserem Gepäck. Ein Brief von Lance. Dann lesen wir den nochmal. Er öffnet Lances Brief. Ich bin auf dem Weg zur chinesischen Mauer. Es muss ein Geheimnis bleiben, aber du sollst es erfahren. Ich stecke diesen Brief in dein Gepäck und hoffe, du findest ihn. Ja, Glück gehabt, dass ich nachgeguckt habe. Die Dorfbewohner sagen, bei der großen Mauer gäbe es ein Heilmittel für meinen Vater. Es ist ein langer Weg, aber ich würde alles tun, um meinem Vater zu helfen. Mach dir keine Sorgen. PS, Lilly hat mich verlassen. Naja, die waren noch nicht mal zusammen, also wie kann er das dann... Oder einfach nur, sie ist weg. Vielleicht Übersetzungsfehler. Keine Ahnung. Ah, nein, doch nicht. Dachte, ich könnte da vorbei, aber nein. Natürlich muss ich nochmal zum Gaia-Portal. Damit wir die Fratze in diesem Part hier mindestens einmal gesehen haben, hä? So. Ich gehe nochmal kurz zu unseren Leuten. Das war doch das richtige Haus hier, hoffe ich. Nee, Quatsch, war's nicht. Das hier war's. Jungs, Mädels, oder Mädel. Was ist mit Lance und Lilly geschehen? Ich mach mir so... Die sagen immer noch das Gleiche, oder? Ja, sagen sie immer noch. Na dann, gehen wir mal. Ich frage mich immer die ganze Zeit, ob man irgendwo auch Heilkräuter kaufen kann und ich das die ganze Zeit übersehe, ne? Manchmal könnte ich die ja schon gebrauchen. Zur chinesischen Mauer! Moment mal, es war Termi ja dann die Mongolei? Oh Gott, vergesst es lieber. Glaub, das zensiere ich lieber. Ich folgte Lances Spur bis zur chinesischen Mauer. Endlich mal ein bisschen neues Setting und ein bisschen andere Musik, was wir noch nicht kennen, ne? Das Bauwerk zog sich bis zum entfernten Horizont. Ja! Oh Gott, geh weg! Pass auf, du! Ich kann rutschen! Alter! Geht weg, ihr Ziegenböcke! So. Wie viele Gegner haben wir hier? 29. Ja, dauert ein Weilchen, bis ich die down habe. Huh? Okay. Wo kommen wir da also nicht durch? So, weiter im Text. Bams. Hat der was gesagt? Vor allem, das haben sie hier richtig gut gemacht, diese Hindernisse eingebaut, damit ich die da nicht einfach umrutschen kann. Einfach so durch die Masse. Wisst ihr? Und ab nach unten. Mir gefällt's hier. Ja, das hast du davon, wenn du dich mal nach unten traust, du komischer Feuergeist. Har, har. Oh, ja, mein Timing ist mal wieder da, wo die Hühner die Eier legen. Oh. Geh weg. Sag mal. Okay. Diese asiatischen Krieger da, diese Bogenschützen,
weiß nicht, aber der Helm erinnert mich immer so ein bisschen an einen gewissen Oroku Saki. Man nennt ihn auch den Schredder. Ein kleiner Steinfeld. Das ist ein Teil einer Kette, die Lance für Lily fertigte. Ich hob den Stein auf. Was, ernsthaft? Ich habe soeben einen Stein aufgehoben, ja. Ja, dich nehme ich auch noch an, du. Das klang jetzt falsch, oder? Hehe. Verzeih! Bams! Ja, so muss das. Okay, noch 11 Gegner insgesamt hier wohl auf der Mauer irgendwo übrig, auf den verschiedenen Ebenen. Ah, abwehren kann ich die Dinger also doch. Hey, du da, komm mal runter. Verdammt! Au! Hab mich getroffen. Es geht doch nicht! Scheiße, der lebt noch. Okay, jetzt nicht mehr. Ja, so langsam räumen wir hier in diesen Bereichen mit Gegnern auf. Hä? Hä? Ich glaube, ich sollte es aufgeben, die Gegner umzurutschen, wenn die weiter oben sind. Okay, das ist ja ein neuer Bereich, neue Gegner, ne? Ist klar. Au! Ja. Früher war ich Abenteurer, dann habe ich einen Pfeil ins Knie ge... Wait. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich jetzt landen werde, aber... Mach's einfach mal. Knack. Ey, ich wusste es. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Welche dieser Statuen wird sich wohl lebendig machen? Und wird das die letzte sein, die hier lebendig wird? Weil eigentlich... Na gut. Wird doch nicht mehr angezeigt. Babs. Ich muss mal sagen, so langsam... Also... Am Anfang dachte ich so, das Spiel kommt ja ziemlich langsam aus dem Tritt. Aber so seit diesem Wolkengarten geht's ja wohl richtig los, habe ich den Eindruck. Also es wird immer besser. Ein rotes Juwel. Und diese Feuerfutzig wieder. Und den Arsch haben sie mir auch noch verbrannt. Ja, kann er mir nicht gefährlich werden. Schlange! Copyright Jake Harper. Da diese Tür hier ein bisschen bewacht aussieht, beziehungsweise dieser Gang, nehmen wir mal den hier. Schlange! Hä? Und dafür bin ich nach... Nur um Gegner zu besiegen. Naja. Aber diese Rampen da, wo wir nicht hoch konnten. Au. Da bin ich mir fast sicher, wir kriegen wieder irgendeine Fähigkeit. Moment mal. Okay, die merken wir uns, das sammle ich noch nicht auf. Wobei, vorletzte Tür von rechts. Also zweite von rechts, meinte ich. Ja, wieder von der Kette, da wissen wir, wo Lily lang ist. Aber ich werde trotzdem erstmal die anderen Bereiche abchecken. Ha, ha, ha. Och Gott, ihr seid so witzig.
Hier das gleiche, aber da ist ein Schalter und dieser Schalter wird wahrscheinlich diese ganzen Sperren da oben abschalten. Also der Schalter bleibt nicht drin. Aber der hat irgendwas gemacht. Okay. Er hat mir den Weg frei gemacht. Dann wollen wir mal weiter im Text. Wieder so ein komischer Bereich. Ah, aber wir kriegen hier gleich... Ja, das super Timing mal wieder. Gib mir Herz, genau. Energie. Warte! Moment mal, Lilly? Suchst du nach Lance? Ich begleite dich. Okay. Ich begebe mich in deine Tasche, Will. So, lass uns dann losziehen. Wenn man weiß, dass man so eine tragbare Frau in der Tasche hat, ist nicht mit Taschenbillard spielen unterwegs, ne? Also, Jungs. Hier gibt es auch wieder so einige. Oh, was haben wir hier? Heilkräuter! Aha. Na komm. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir hier vielleicht Freeden brauchen. Ah, oh. Hey! So weit wollte ich doch noch gar nicht. Fangen wir mal hier wieder am Anfang des Bereichs an. Au, 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 aus! Oh, verdammt. Jetzt habe ich versehentlich wieder den Brief gelesen, weil ich so hier wie wild auf die Buttons gedrückt habe. Dachte, so könnte ich mich von dem Vieh befreien, wisst ihr? Wie weit nach unten? So, noch 5 Gegner. Aber... Sommer, mein Arsch! Lass meinen Arsch! So, vielleicht kommen wir ja hier zu... Nein, auch nicht. Gewalt! Moment mal. Babam! Nein! Ich trottel. Der war doch... Was für ein Brüller! Und ich schaff's doch dann... Alter, nein, einfach nur nein. Na, komm. Gib mir die neue Kraft. Spin Dash. Copyright-Klage? Sega? Okay. Nur Will kann den Spin Dash benutzen. Und Sonic so, am I a joke to you? Fege deine Gegner wie ein Wirbelwind durch die Lüfte und nutze den Rückstoß, um Hügel zu erklimmen. Drücke bei der Attacke die L- und R-Köpfe. Power? Hä? Ja, toll. Die L- und R-Knöpfe für Power, hat er gesagt, hä? Indisch, katapultiere dich damit Abhänge hinauf. Die chinesische Mauer birgt viele Geheimnisse, erkunde sie alle.
Ich glaube, ich muss gleich... Ich werde offscreen nachlesen, wie ich diese Attacke ausführe. Also, bei der Attacke irgendwas wird... Irgendwas mit LR stand da ja. Ja, ich werde das schon hinkriegen. Egal. Gucken wir offscreen nach diesem Partner nach. So, wo waren wir jetzt? Da waren wir. Ich renne hier jetzt einfach mal lang. Oder auch nicht. Ja, und der Pfeil hat mich doch nicht gekriegt. Böse Schlangen. Ja, noch zwei Gegner. Mehr Abwehr kann ich mit meinen nicht vorhandenen Skills ja immer gebrauchen, ne? Jetzt bin ich zwar wieder ganz unten, aber egal. Ach, Gott im Himmel, da war auch die Tür. Da geht's nach unten, Moment. Hier war ja noch so ein komischer Bereich. Oh, schon wieder den Scheißbrief. Ah, egal. Na gut, Leute. Ich würde aber mal sagen, für den Part reicht das wieder. Und wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich in alter Frische wieder. Haut rein!